NRW Deluxe. NRW Deluxe. Kurz vor Beginn der Party wird es hektisch in der Solinger Eissporthalle. Hier laufen gerade die letzten großen Vorbereitungen zur großen Veranstaltung Tanz in den Mai in der Solinger Eissporthalle hinter mir. Da wird noch so ein bisschen Public Viewing betrieben. Jetzt gleich geht's los. Die ersten stehen nämlich schon vor der Türe. Vor der Türe stehen auch die Sicherheitsbeauftragten. Neben dem Sicherheitskonzept muss auch alles andere gut vorbereitet werden. Ja, da wir halt hier eine Off-Location haben und normalerweise hier der Eissportbetrieb stattfindet, muss natürlich die ganze Eisfläche aufgetaut werden, das ganze Bandsystem musste zurückgebaut werden, also es gab halt viel Arbeit im Vorfeld. Und ja, jetzt sieht man ja, dass halt, wenn man mal einmal rüberschaut, dass das Ganze sich an einen riesengroßen Dancefloor verwandelt hat. Wir haben halt viel Soundtechnik reingebaut, eine LED-Wand mit 12 Quadratmetern und starten gleich mit der Party durch. Pünktlich zum Beginn der Party um 20 Uhr lassen sich die ersten Gäste sichten. Die sind meist unter 18, denn die werden um 0 Uhr einfach ausgetauscht. Ja, weil das Zielpublikum der Eissporthalle in den Wintermonaten halt das jüngere Publikum ist und hier halt hauptsächlich sehr viele 16-Jährige auch die Eisdisco besuchen. Und da hatten wir halt mit den Betreibern der Eissporthalle abgemacht, dass wir bis Mitternacht eine Ü16-Party machen und danach tauscht sich das Publikum einmal aus und danach haben wir dann halt die Ü18-Party. Ganz wichtig, Erinnerungsfotos fürs Netz. Dann startet die Party richtig. 2300 Gäste wurden erwartet. Die Solinger Eissporthalle verwandelt sich zum Partytempel. Die Veranstalter blicken positiv auf die Party. Wenn du gleich mal reingehst, wirst du, denke ich mal, eine große feiernde Menge sehen. Von daher ist es quasi bis jetzt recht gut. Mhm. Und habt ihr euch das auch so vorgestellt? Ja, was heißt vorgestellt? Auf jeden Fall, dass es halt so viele Leute sind, aber es gibt halt keine Grenzen nach oben. Ne? Also es kann natürlich immer besser werden, aber wir sind sehr, sehr zufrieden. Gegen 23 Uhr versammelt sich dann jeglicher Security um den Stargast am Abend. Gina-Lisa Lohfink, bekannt aus Germany's Next Topmodel, betritt die Halle. Hallo, meine Lieben, ich möchte euch ganz schön auf meine Party. Dann startet die Party richtig. Ein Highlight für die Fans. Es gibt Autogramme. Auch da, wo man es nicht erwartet hatte. Einen Schülerausweis. Ach, wie süß. Das Ende der Party war offen, die Halle noch längst nicht leer und so manche Person aber ziemlich voll.